Heftige Zeiten unter Schwert und Schild Ära, die beste Pokémon-Karten-Ära aller Zeiten, vermutlich mit den krassesten Karten. Die Boosterboxen extrem befragt, hoher Print trotzdem, gegen die weg wie warme Semmeln regelmäßig. Wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Ich dachte, wir machen mal ein bisschen eine Pause von diesen Videos, aber jetzt geht's wieder los. Heute schauen wir uns mal die Boosterboxen an und kurzer Spoiler. Kamezin und Purpurboxen schauen wir uns da jetzt nicht an, weil die jetzt für eine Zielsammlung nicht so spannend sind. Das ist vernünftiger, dass wir uns jetzt mal nur die Schwert- und Schild-Ära anschauen. Info, die könnt ihr gewinnen, bleibt dran, dann erfahrt ihr, wie ihr Tangela Illustration gewinnen könnt. Fangen wir an hier mal mit dem Base-Set von Schwert und Schild. Wie ihr seht, da sind nur noch 53 Boxen auf Card Market. Das seht ihr. Sehr short print. Wir wissen, Base-Set ist schon irgendwie was Besonderes, aber man muss auch dazu sagen, Sonne und Mond Base-Set ist, glaube ich, jetzt auf 350, 400. Hier geht es langsam nach oben. Vor allem die deutschen Boxen, die englischen, sind ja schon auf 300. Und ich glaube, die werden jetzt langsam nach oben gehen. So 400 ist ein realistischer Preis mittelfristig. Ob die weiter nach oben gehen, da steht in den Sternen. Aber das war jetzt nie eine Box, wo man gesagt hätte, dass das ein krasses Investment wäre. Sie war halt mega Shortprint, also ein Print. Wenn dieses Set einmal geprintet geworden wäre, dann würde dieses Set nicht so teuer sein, sondern ganz klar eher Tendenzen wie Farmshock aufweisen, welches so ziemlich das schwächste Set ist. Kleiner Spoiler. Clash der Rebellen, ganz übel. Da sind wir nur auf 38, das ist das Shortprint, das Set überhaupt. Und das Spannende bei Clash der Rebellen war ja, dass dieses Set so quasi vor Corona rausgekommen ist und da haben damals die Geschäfte zugesperrt. Ihr wisst, wir hatten ja einen Lockdown, den wisst ihr sicher noch alle. Und ja, bei diesem Lockdown, da wurden die Boosterboxen, die hatte man schwer verkaufen können oder an den Handel. Ja, dadurch, glaube ich, wurden dann diese Booster abgepackt von der Pokémon Company, von dem Set in Flamme der Finsternis Blister. Da hatte ich damals mit dem Kanal begonnen, das weiß ich noch. Also das Set hatte sich nicht gut verkauft damals und das war quasi vor diesem Hype und ist dann komplett untergegangen schlussendlich, weil auch hier nie ein Reprint war, weil auch einfach die Nachfrage nicht da war. Und derzeit seht ihr ja, diese Dinger sind ja auf 250 derzeit und Verkäufe passieren hin und wieder, also kein einziger Verkauf im September. Ist halt einfach ein extrem schlechtes Set, auch das Set wäre quasi mit einem einzigen Reprint gekillt gewesen, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. Da gibt es keine schönen Karten da drinnen. Karten besprechen wir vermutlich morgen. Also abonniert schon mal den Kanal. Also die Sets waren nie so spannend. Trotzdem sind sie teuer geworden, aber es war sehr risikoreich, die zu kaufen. Flamme Finsternis hatte Reprints. Da sind wir auf 133. Das waren Ami-Reprints. Wir sind jetzt hier auf 180. Merkt euch diese Zahl. Die wird nämlich noch öfters vorkommen. Wir sehen nämlich, dass 180 so ein bisschen eine Marke ist für Schwert- und Schild-Displays. Ja, ich habe auch noch eine Vermutung, wie es dann weitergeht. Wird. Also auch hier hat sich jetzt nicht viel getan. Die Boosterbox war immer schon relativ teuer, so 150 oder so. Dann haben wir Kampfstile, die ist derzeit auf 120. 307 Stück, auch hier. Diese Boosterbox ist nicht häufig angeboten auf Kartenmarkt. Das ist relativ selten. Wenn wir das vergleichen, das Angebot mit Kamezin und Purpur mit neuen Releasen, dann sind das meistens so 2500 bis 3000 Boosterboxen auf Kartenmarkt bei den neuen Release. Also hier bei Kampfstile, auch diese Boosterbox war nicht wirklich oft geprintet. Die Karten da drinnen sind nicht das Gelbe vom Ei. Das Set hat die Altered-Karten vorgestellt, die ersten wirklich seltenen Karten. Ihr wisst, mit Despotar 120, es ist halt ein schwaches Set. Ja, das muss man sich klar sein. Schwächer als das Drakens, meiner Meinung nach, auch wenn das Despotar da drinnen ist, welches auch schon, glaube ich, auf 100 Euro jetzt ist, ist eins der schwächeren Sets, aber 120, ich weiß nicht. Ich persönlich glaube nicht an dieses Set. Ich glaube, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt und generell geben wird, wie vielleicht die Glurak Ultra Premium Kollektion, die vermutlich ein besseres Investment für eine Sealed Collection ist. Dann haben wir Farmshock. Auch das Set hat richtig nachgelassen. 244, da kam auch ein Reprint, sonst wäre dieses Set auch über 300, so wie Clash der Rebellen oder Schwert und Schild Display auf Englisch. Da gibt es halt auch nicht viel zu ziehen. Das Set war dann auch nicht mehr so wirklich zeitgemäß, wie die Zeit vorangeschritten ist mit den Alternate-Karten. Und dadurch ist Farmshock so ziemlich eines der schwächsten Sets aus der ganzen Ära geworden. Hätte niemand gedacht, damals war das Rainbow Pikachu noch ein Highlight. Also die Karte, die ihr da seht, das fette Pikachu, das Rainbow. Mittlerweile ist das nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn so ein Set rauskommen wird heutzutage, vor allem in der Kamezin und Purpur-Ära, wäre das eine Riesenkatastrophe.
Die Kames in den Purpur-Sets sind extrem schön zusammengestellt, das muss man sagen. Also die Pullraten könnten teilweise eine Top-Karte vertragen. Dann kommen wir zur Schaurige Herrschaft und das Set hier ist stark. Wir sind hier derzeit auf 170 in diese Richtung, sind noch ein paar Boxen drunter da und das nähert sich jetzt auch auf die 180, dieses Set. Wundert mich nicht, hat schöne Karten drinnen. Die Altertas-Karten schwächeln derzeit in diesem Set, aber trotzdem war auch hier von den Boosterboxen zwar nicht so viel Reprint, habe ich das Gefühl gehabt. Es war zwar einmal ein riesengroßer Reprint, damals, wo auch Drachenwandel auf 130 runtergegangen ist oder 120 einmal wieder, aber auch hier sind 233 Boxen. Und diese Dinge hier verkaufen sich hier frequentiert. Also ihr seht hier nicht so wie Clash der Rebellen. Das ist so gut wie jeden Tag ein Verkauf von Schaurige Herrschaft. Und meine Prognose ist, bis Ende des Jahres sollten wir da, glaube ich, auf 190 gehen. Dann Drachenwandel. Das Set hier ging einfach zu schnell nach oben, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben auch hier 229 Stück, auch relativ wenig. Also das Set war damals einfach extrem heftig. Also wie das gestiegen ist in dem Tempo, ich habe das selbst nicht für möglich gehalten. Ihr wisst, ich habe eine Prognose gemacht, Drachenwandel in so und so vielen Jahren. Ich hatte ja gesagt 500, in einem längeren Zeitradius. Und dass es so schnell auf 400 gegangen ist, extreme verrückte Geschichte bei Drachenwandel. Das Set gilt definitiv als eines der, nicht sogar für einige, als das beste Set, was es sich gegeben hat. Ich glaube, ein Set mit so viel interessanten Karten hat es noch nicht gegeben, außer vielleicht jetzt das B-Set. Aber hier glaube ich persönlich, dass es dauern wird, bis sich da wieder was tut, einfach weil es schon so teuer ist und derzeit auch ein bisschen der Markt abgeflacht ist. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, günstig Sachen zu holen, vor allem auch japanisch. Japanisch Pokémon 151 ist klar, ist etwas, wo Leute draufstehen. Bis zur Info, schaut das Video noch weiter an, wenn ihr die Karte gewinnen wollt. Dann geht auf das gestrige Video, nach diesem Video, wenn ihr fertig mit Schauen seid, und kommentiert dort Tangela. Dann werdet ihr möglicherweise das gewinnen. Am Sonntag werden die Gewinner von der ganzen Woche bis zum Gewinnspiel gerade bekannt gegeben. Also macht's mit, wenn ihr wollt. Also der Drachenwandel, spannende Sache. Fusion Strike, das ging krass nach oben. Da sind wir jetzt auf 150 aufwärts bei der Box und das hat man echt nicht kommen sehen. Also die Box hat einen Zuwachs gehabt, die war für 120 Euro lange noch da. Und war das sogar im Sommer noch, ging auf 150. Also wir sehen, die Boxen gehen dann teilweise schon nach oben. Schaurige Herrschaft geht auf 170. Fusion Strike in die Richtung 160. Auch nur noch 294 verfügbar. Also das sieht man schon, das macht dann halt schon einen Unterschied. Ja, ob eine Boosterbox 100 Euro kostet, wie damals. Fusion Strike gab es lange für 100 Euro und die geht jetzt auf 160. Das heißt 60 Euro Profit in einer relativ kurzen Zeit. Also das hat sich ziemlich ausgezahlt und man muss auch sagen, dass die Gängerkarte in dem Set sehr gut performt hat und sehr, sehr aufgeholt hatte. Nachdem das Gänger lange Zeit auf 100 war, ist es dann ja doch auf 200 gegangen in Nirmint. Also das ist eine der stärksten Karten und das tut dem Set natürlich gut, gemeinsam mit dem Psyana wie Max. Dann Strahlende Sterne, das Set ist schon lange auf 180. Und auch hier sieht man so eine Marke von 180, das sind 420 Stück. Das Set ist natürlich stark, das Glurak ist drinnen, das ist ein sehr starke Illustration bei Karten drinnen, auch Waifu-Karten sind drinnen, aber auch hier 180 ist so eine Tendenz, wo sich die Preise hier jetzt hinbewegt haben. Meine Vermutung ist, dass vermutlich andere Sets da hochziehen werden wie noch Astralglanz, welches auf 120 ist. Das sind derzeit noch beschädigte Boxen auf Kartenmarkt für 110 Euro aus Griechenland, habe ich gesehen. Also das ist auch ein ziemliches Schnäppchen eigentlich. Das Set meiner Meinung nach underrated mit der Misty-Karte. Ich glaube, die Karte wird noch krass nach oben gehen einmal. Also das ist ein Banger. Wie gesagt, 110 mit beschädigten Boxen, wenn ihr was rippen wollt, sicher nicht schlecht. Meiner Meinung nach besser als Kramesin und Purpur-Boxen, was den Value angeht. Und dann haben wir hier Verlorener Ursprung. Und da haben wir jetzt einen Reprint gehabt, gemeinsam mit Silberne Sturmwinde. Wenn hier kein Reprint gewesen wäre, dann wären diese Dinger hier auch schon auf 180. Wir haben jetzt den Fall, dass bei dieser Box hier, wenn ihr schaut, 388 angeboten sind trotz Reprint. Das ist eigentlich relativ wenig auf Card Market. Derzeit schwächelt die Box,
weil wir haben ja einen Verkäufer, der 98 Boxen für 130 anbietet. Das heißt, ein Viertel aller Boxen, die angeboten werden, ist von einem Anbieter. Der drückt den Preis, das er drunter. Und man kann es hindern, wie man will. Aber diese Box ist immer noch der beste Kauf, meiner Meinung nach, zur Zeit. Ist auch eine Frage der Zeit, bis die weiter nach oben gehen werden. Auch die Verkäufe hier sind frequentiert. Das Set ist sehr beliebt. Jeden Tag wird dieses Ding hier verkauft. Und ja, das ist eine Gelegenheit. Dann das Risiko hatten wir. Silver Tempest, das hier, wurde um ein Vielfaches mehr geprintet als Lost Origin. Und deswegen, ja, wir haben hier 2150 verfügbare Boxen von Silberne Sturmwinde. Und das ist natürlich eine ziemliche Menge, die da am Markt ist. Und das wird dauern, bis diese Box hier nach oben geht. Ja. Um ehrlich zu sein, wir sind ja auf 120. Diese Box hier definitiv beliebter als jede Kamesin- und Purpurbox, vermutlich. Außer für die, die immer die neuen Sachen haben wollen. Und wenn man jetzt überlegt, was man sich holen sollte, die Wende Sturmwinde ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist die Boosterbox aus Schwert und Schild mit dem meisten Angebot, mit zehnfachen Angebot von anderen Editionen. Verloren Ursprung ist gut. Astralglanz ist ein tolles Set, aber sind wir auf 400. Strahlende sind wir schon auf 180. Fusion Strike 150. Da könnte man vielleicht noch zuschlagen, meiner Meinung nach. Drachenwandeln, ja, 400. Ist auch keine schlechte Sache, aber es sind halt 400. Da kann man sich halt gefühlt schon 3,5 Boxen aus 3 Radiance kaufen. Oder zum Beispiel Kampfstile. Also derzeit, ihr wisst, Kamesin und Purpur ist nicht das Gelbe von mir. Also das ist nichts für eine Sweet Collection. Das meiste, ja, die Boosterboxen sind nicht so grandios. Silberne Sturmwinde, Astralglanz, Lost Origin, auch Fusion Strike 450 sind vielleicht die besseren Sachen derzeit. Und ich glaube, die meisten von euch haben Boosterboxen schon zu Hause. Mich persönlich, ich habe auch einiges zu Hause und es macht mir Spaß, auch mal eine Woche da nicht reinzuschauen und da mal reinzuschauen und zu sehen, dass sich da ein bisschen was tut. Mir persönlich, ich finde es cool zu sehen, dass da nur noch so wenig Stück auf Card Market sind. Die Ära ist schon lange her, jetzt gefühlt. Es fühlt sich schon an, dass Schwert und Schild ein sehr altes, eine alte Sache ist. Ich bin gespannt beim 30-jährigen Jubiläum, wenn wir uns unterhalten werden über die Schwert und Schild Ära. Das wird extrem interessant. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier schaue, weil ich meine Karten nicht da liegen habe, die V-Max und V-Karten unterscheiden sich extrem von den Kamesin- und Purpur-Karten. Ja, die Artwork ist unterschiedlich. Ja, die Kamesin- und Purpur-Karten sind eher sehr zierlich. Die Pokémon sind sehr klein abgebildet, während bei den V-Max und V-Karten die Abbildung extrem groß ist. Ja, sie ist extrem gescratcht. Und das ist etwas, wo man einen klaren Unterschied sieht und wo Schwert und Schild, glaube ich, einfach extrem interessant ist. Ja. Und ich bin noch sehr, sehr gespannt einfach. Like das Video, lasst ein Abo da, schaut euch hier ein paar Videos an, noch wie ich es aufgemacht habe. Und wie gesagt, ihr könnt das Tankela gewinnen, wenn ihr dran seid. Geht auf das letzte Video, was ich gepostet habe und schreibt dort Tankela rein, dann könnt ihr diese Karte hier gewinnen. Am Sonntag wird der Gewinner preisgegeben. Like das Video, lasst ein Abo da. Wupp, Freunde, wir hören uns.